Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei bei Destiny. Kein neuen Startproof, wir haben spät, du willst deine Folge noch im Aufnehmen. Und zwar werden wir den Strike vom Nexus jetzt machen, also das goldene Zeitalter berichtet von uralten Tunneln unter der Akademie, wo eine Vexmaschine einst den Planeten auffraß. Steige in die alten Ausgrabungsstätten hinab und finde diesen Nexus, ehe er sich wieder regt. Er ist erregt. Nein, das natürlich nicht, aber ab rein in die Geschichte. Denn es ist ein Traum. Ein Traum wird wahr. Wir gehen in den Nexus und hoffe, dass wir Hüter kriegen, die besser sind als ich. Ah, 15, 16, also könnte es schon ein bisschen knackig werden im Nexus. Ich habe den zwar noch nie gemacht, aber Strikes, jetzt, der letzte war ja recht einfach, weil wir hatten ja einen sehr hochleverigen mit dabei. Unter der Ishtar-Akademie haben die Vex etwas in Bewegung gesetzt. Eine weltenfressende Maschine, die Venus zu einem Glied ihrer intergalaktischen Kette macht. Wir müssen diesen Nexus aufhalten und den Geist zerstören, der ihn lenkt. Okay, machen wir uns auf die Suche nach diesem Nexus. Schön. Wir müssen laufen. Dann laufen wir halt. Ich dachte, der hat direkt einen auf Fresse bekommen, ist tot. Weißt du, ich schieße dir extra keinen an, damit die Leute nicht auf die Eier gehen. Und was machst du? Du greifst hier volle Kanne erstmal durch. Ach ja, wir haben jetzt wieder ein Snipergewehr, fällt mir gerade ein. Ah ne, wir haben hier ein Fusionsgewehr. Stimmt, wir hatten ein Snipergewehr, dann habe ich es aber wieder rumgewechselt, bevor wir überhaupt einen Schuss aus dem Snipergewehr geschossen haben. Was macht er denn? Boah, jetzt will ich gegen die Viecher da vorne kämpfen. Ich will lieber den Nexus erreichen. Man muss ja auch manchmal Prioritäten setzen. Da sind mehrere Servitoren. Sie blockieren den Pfad zum Nexus. Du musst sie erledigen. Sehen für mich wie Geächtigte aus. Wie heißt der? Regis. Ich habe erst. Es regt sich was im Kommando. Gelesen. Professor Doktor, es regt sich was. Genau, Granaten werfen müssen wir auch nochmal lernen, Proof. Nein, 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 nicht sterben. Guck mal, der steht da, denkt sich einfach, pff, ist mir egal, wie ich hier beschossen werde. Tja, sowas hätte ich auch gern. Ich weiß, sie sind geschildert, aber ich komme gerade nicht an den Servitoren ran, der da hinten steht. Jetzt komme ich da besser ran. Das ist mein Kill! So, schön, mein Super ist bereit. Was läuft denn heute im Fernsehen? Nichts Besonderes. Boah, ich habe das Gefühl, dass die aggressiver vorgehen, die Geächteten. Als das letzte Mal, wo ich das Spiel anhatte. So, tot dem Captain. Na?
Weg mit dir. So, jetzt wechseln wir nochmal. Was ist das denn für ein Ding? Okay, die obere Ebene ist offen. Ah. Ich weiß gar nicht, warum man hier keine, die Waffen nicht einfach direkt bekommen kann. Warum müssen wir uns mit dem Engramm hier auseinandersetzen? Meine Lieblingsgegner. Tja, wo müssen wir lang, ne? Das fragt euch gerade. Und ich bin bestimmt der Einzige, der gerade richtig geht. Ob du gerade richtig stehst, siehst du daran, wo der Proof hingeht. Ich will auch da hoch. Ach, die töten jetzt erstmal noch, was von hinten kommt, ne? Pschu. Pschu. Warum habe ich eigentlich immer nur diesen einen Song im Kopf? Es ist echt sehr traurig. Dabei habe ich heute noch so einen Ohrwurm gehört und der hat bei jedem funktioniert auf der Arbeit, nur nicht bei mir. Ich bin, glaube ich, einfach abnormal. Ich registriere eine riesige Woge in der Ausgrabungsstätte unter uns. Wenn das der Nexus ist, wird er stärker. Warum sollte er das werden? Komm her. Hallo! Geht bei denen eigentlich dann als Kopfschuss, bin ich den auf den... Also ja, klar, ihr Schwachpunkt ist die Mitte. Aber geht das dann auch als Kopfschuss, wenn ich sie so töte? Also jetzt nicht so wie jetzt gerade mit diesem Nahkampfangriff, sondern wenn ich halt in die Mitte schieße und die da zum Platzen bringe. Also bis jetzt hält sich der Schwierigkeitsgrad ja in Grenzen, ne? Also von dem Strike jetzt hier. Ach, schwere Munition ist voll. Ja, nutzen wir die doch direkt mal, oder? Na toll. So. Habt ihr gern geholfen, mein Freund. So, die zwei auch direkt ausgeschaltet, bevor sie sich hinter das Schild verstecken können. Dann können wir mich hier auch die schwere Munition wieder aufsammeln. Weil nur deshalb habe ich das jetzt so massiv eingesetzt, weil Munition war voll. Ach, haben wir einen Nexus gefunden. Wo ist er denn? Ne, da ist erstmal nur eine dunkle Höhle. Mit Kram an der Wand. Was veranstaltet ihr denn? Ich wollte schon sagen, nicht, dass ich falsch bin. Aber ist alles gut.
Na komm. Go west in the midnight way. Das muss der Nexus sein. Aber eliminieren musst du ihn schon alleine. Sieht nicht so aus, wenn hier einer runtergehen will. Also der Nexus scheint immun gegen meinen Beschuss zu sein. Aua! Ich bin mir nicht sicher, warum ich tot bin. Boah, pass auf! Boah! Schnell weg! Trotzdem danke, dass du mich wiederbelebt hast. Ich werde mich sofort revanchieren. Der Nexus eröffnet sich. Genau, und jetzt kommt da erstmal was Fettes raus. Hallo! Einer mit Schild. Hör auf, mich zu beschießen. Ich bringe dir Raketen. Und Granaten. Bitte hau mich nicht. Ah, doofes Schild. Ich finde es interessant, dass die KI immer so abwechselnd arbeitet, ne? Jeder kriegt mal aufs Maul. Ach so, das ist der Spezialangriff von einem mit der Sphäre. Vorsicht, Proof. Du bist nicht unbesiegbar. Noch nicht. Die einzige wirkliche Gefahr sind wir... Na? Ich hole dich mal wieder. Weil ich einfach ein netter Typ bin. Aua. Au! Ich stehe hier hinter einem Stein. Also so beeindruckt bin ich jetzt von dem aber nicht. Da muss schon einiges passieren, dass wir wirklich drauf gehen. Ah, dauert natürlich seine Zeit, hier den Platz zu machen. Ah, wir kriegen Besuch. Also KI-Gegner, finde ich, sind die größte Gefahr. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine.
Also sobald hier das Gesindel kommt, kann man nämlich nicht mehr vernünftig aufpassen. Hast du mich mit diesem gelben Zeug beschossen? Ekelhaft. Hat's einen von uns erwischt? Nein, Gott sei Dank. Ey! Du Gurke, ey, guckst du einfach um die Ecke oder was? Na, der kommt ja mich ran. Ah, der andere kommt zu mir. Ein Hoch auf Regonam! Ich habe manchmal das Gefühl, ich stehe hier echt beschissen. Und das ist nicht nur ein Gefühl, es ist auch so. Super Kawaii ist tot. Ah! Scheiße! Oh oh! Nein! 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 So eine Kacke. Was ist denn da los? Ist das irgendwie unser Geschenk? Schicken wir dem einfach mal 3000 Gegner entgegen. Das muss der Nexus sein. Aber eliminieren musst du ihn schon alleine. So. Ich kann auch runter, ohne zu sterben. Ha, ich habe so dieses Gefühl. Dass ich recht schnell sterben werde. Ja, die bleiben erstmal oben hocken, wollen von oben die töten. Ich weiß. Wäre auch eine ganz kluge Sache von mir gewesen, das auch zu machen. Aber ich lock lieber die anderen raus, dann können die nämlich oben versuchen zu töten. So, damit ist der erste dahin schon mal platt. Gucken wir mal, ob der andere von der anderen Ecke gerade kommt. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Komm, jetzt bist du im Eimer. Toll, jetzt ist der oben gestorben. Da oben kommen wir natürlich gerade nicht ran. Na, lass das. Ja, das gibt's doch nicht.
Stopp. Das hier ist eigentlich fast die einzige Ecke, wo man stehen kann, ohne dass der permanent einen in die Fresse wichsen kann. Frage ist natürlich, wenn der Unterstützung kriegt, wo kommt die her? Kommt die hier irgendwo aus dem Loch gehüpft? Dann bin ich natürlich hier auch schlecht positioniert. Scheiße, ich bin runtergefallen. Nein! Lass mich einfach liegen. Nein, lass mich liegen. Lass mich liegen, geh weg. Achso, Super Kawaii kann... Ja. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Super Kawaii da steht und sagt, ey, ihr Pfosten. Jetzt hasst er mich. So, dann müssten auch welche von der anderen Seite kommen. Die sind schon tot. Weg. Dabei. Ach, scheiße. Gleich fehlt mir die Muni. Genau, lock seinen Beschuss noch mal ein bisschen hier hin. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien er sein Ziel aussucht. Was im Moment die meiste Bedrohung für ihn hat, oder? Oder wer ihn gerade anguckt? Ich gucke ihn mal an. Nichts passiert. Ah, Gegner kommen. Was aber gerade voll okay ist, weil ich brauche Munition. Vorsicht, sonst haben wir gleich zwei Tote. So, ist der auch tot? Toll. So, er konnte ihn wiederbeleben in der gleichen Zeit. Hey, cool, 166 Schuss. Ich habe jetzt leider echt Munitionsprobleme. Mit 200 Schuss kann ich nicht mehr viel bewegen. Wir haben noch ein Munitionsbag gefunden. Weil versteckt sich ja irgendwo noch eins.
Ah, ich sehe schon, wie er mich angreifen will. Wieder weg. Und wieder weg. Aua. Ich hab getroffen. Okay, mein Super ist bereit. Soll ich vielleicht nicht aufs Schild hämmern? Ich muss dazu sagen, zwischendurch habe ich vergessen, wie mein Super geht. Oh! Da wird das von der Ecke von dem scheiß Ding getroffen. Oh, ich höre, dass wir Besuch kriegen. Und ich helfe mal lieber meinem Kollegen. Genau, lass mir bitte hier rein. Nein! Aber sein Schild ist jetzt auch weg, ne? Pass auf, hinter dir, Super Kawaii. Hinter dir. Hinter dir. Überleb einfach. Einfach nur überleben. Renn einfach vor allen Gegnern weg und dann wird alles gut. Weil der andere müsste jetzt schon wieder beleben. Und ich bin jetzt auch wieder ready. Ich habe keine Zeit, jetzt mit dir zu kämpfen. So, ich glaube, es sollten erstmal keine Gegner kommen. Bis der nächste... Ich sehe nur das Schild von dem. Lustig, wie ich mit dem Kopf voll Brechner hin und her gehe. Vorsicht, Junge. Wir kriegen schon wieder Besuch. Diesmal sind es einfach 80 Millionen Goblins. Nein! So, jetzt kriegst du meinen Super mal voll ins Gesicht. Boah! Boah, lass mich doch mal eine Sekunde regenerieren! Ich weiß gar nicht mal, ob einer von meinem Team noch lebt. Jetzt scheine ich gerade mal eine Sekunde Ruhe zu haben. Boah. Ja, okay, einer von meinem Team ist gestorben, wurde aber wiederbelebt.
Moment, da vorne liegt eine schwere Waffenmunition. Plus 2, das sind nämlich locker 1000 Schaden, die ich damit erzeugen kann. Komm, lad mal nach. So, regenerieren nochmal. Jetzt bevor das Schild zugeht. Na komm, Schild. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ha! Wir haben es geschafft. Wenn sowas existieren darf, sind wir niemals sicher. Gute Arbeit. Ein Arm der Wechselinvasion wurde abgetrennt, doch ihre Zahl wächst weiter. An dunklen Orten, die wir nicht erreichen können. Wir müssen ihre Macht. Genau, alle tanzen einfach mal. Die große Feier nach dem Kampf gegen das Nexuswesen. Damit sage ich, schau, Freunde der Shooter-Kultur. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Destiny und wir das ein oder andere uns mal angucken in der Base. Bis dahin, ciao. Ich verneige mich, euer Doc.